Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Combat Mission Black Sea. Ja, mittlerweile Mission 4 der fünfteiligen Kampagne, wenn wir in die fünfte Mission kommen. Insgesamt sehr, sehr spannende Kampagne, sehr hoch technisiert, aber auch relativ lang von den Missionen. Das heißt, jetzt, wo wir hier zu Mission 4 kommen, sind wir bei Battle Mode for Normandy bereits in Mission 6. Zeigt aber auch so ein bisschen, na, wie die unterschiedlichen Ansätze dieser beiden Kampagnen sind, finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Heute mit Backs to the Wall. Sehr für uns gefährliche Mission, weil wir hier die Kampagne quasi vorzeitig verlieren könnten. Dazu haben wir einen überlegenen Gegner, aber alles mehr dazu seht ihr jetzt gleich im Briefing. Gehen wir rüber. Das Briefing und wie für die Kampagne schon bekannt ist, das ein wenig umfangreicher hier. Gut, Lage. Die russischen Streitkräfte rücken weiter in den Süden vor und haben an Dynamik gewonnen. Sie bewegen sich nun entlang der Autobahn E95 rasch nach Norden in Richtung Kiew. Wenn sie nicht gestoppt werden, können russische Panzer in wenigen Tagen in den Vororten von Kiew sein. Eine leichte US-Infanterietruppe und einige lokale ukrainische Verteidigungskräfte haben eine Verteidigungslinie in einem ausgedehnten Industriekomplex in der Nähe von Bilazerva, der die Autobahn E95 überblickt, bezogen. Am Morgen steht ein russischer Angriff bevor, mit dem wahrscheinlichen Ziel, die Autobahn E95 für den weiteren Vorstoß nach Norden zu sichern. Die Russen setzen massive elektronische Gegenmaßnahmen in dem Gebiet ein, um die Kommunikation der Verteidiger zu stören. Dies ist ein starker Indikator für einen ernsthaften feindlichen Angriff mit voller Unterstützung. Bevor die Kommunikation unterbrochen wurde, wurde eine Gruppe bestehend aus T-90s, BMP-3s und Artillerie gemeldet. Dank der Bemühungen des Aufklärungszuges, des Bataillons und einer gut koordinierten Feuerunterstützung weiter südlich wurden die russischen Kräfte für den bevorstehenden Angriff bereits vermindert. Die Verteidiger von Bilazerva werden der HHC, also das, der Higher Headquarter Company, ein Bier zu Hause schulden. Ja, ein schöner kurzer Abriss. Mission, höheres Hauptquartier HHQ, Mission. Task Force 369 verlegt zur Verstärkung der Verteidigung des Highway 5, E95 gegen einen möglichen russischen Angriff. Bravo, Aufgabenstellung. Bravo Company Team verstärkt bewegt sich südlich entlang des Highway E95 nach Süden, um die Verteidigungsanlagen im Industriepark zu verstärken und jede feindliche Bewegung nach Norden zu blockieren. Charlie, Absicht des Befehlshabers, die Kräfte, die derzeit im Industriepark halten, sind nicht stark genug, um den voraussichtlichen russischen Kräften zu widerstehen. Diese Kräfte müssen ein verzögertes Ausweichen in das Innere des Industriekomplexes durchführen. Sobald Bravo Company Team eintrifft, muss sie den russischen Vormarsch stoppen und dann alle feindlichen Kräfte von den markierten Zielen ausheben. Eigene Teile. Zwei Züge der leichten US-Infanterie haben im Industriepark eine Verteidigungslinie aufgebaut. Sie haben zu wenig Javelin-Munition und sind auf zwei Abschussgeräte und vier Raketen beschränkt. Einige lokale ukrainische Verteidigungseinheiten haben ihre Verteidigung mit etwa einem Zug Infanterie, zwei BMP-2 und einem T-64 verstärkt. Das Bravo Company Team ist unterwegs, um die Verteidigung zu verstärken. Sie werden 30 Minuten auf der Autobahn von Norden her eintreffen. Mehrere Manpads-Teams werden mit ihnen kommen, um bei einem irgendwann Luftangriff zu helfen. Yay. Unser Funkverkehr ist bis auf Weiteres unterbrochen. Erwarten Sie keine Artillerie oder Luftunterstützung. Danke dafür. Die Anführer auf dem Schlachtfeld müssen Führung auf dem Schlachtfeld auf altmodische Art und Weise aufrechterhalten, mit Stimme und Handzeichen. Gut, dass es auch noch gewittert, dann hört man auch nichts mehr. Feindliche Streitkräfte.
Dieses Gebiet ist äußerst wichtig für den russischen Vormarsch auf Kiew. Wenn wir diesen Industriekomplex halten, können die Russen nicht weiter auf der E-95 vorrücken. Folglich werfen die Russen alles auf uns: Panzer, Infanterie, Artillerie, Luftunterstützung. Dieser Angriff mit kombinierten Waffen wird mit einer schweren elektronischen Gegenmaßnahme unterstützt in der Region, die alle Funk- und Satellitenverbindungen abschneidet. Der russische Angriff kommt aus Süden. Plan. Schema des Manövers. Der Feind ist stark überlegen. Fügen Sie ihm so viele Verluste wie möglich zu, aber seien Sie darauf vorbereitet, sich schnell weiter in den Industriekomplex abzusetzen, bevor die mechanisierten russischen Kräfte ihre überlegene Feuerkraft zum Tragen bringen können. Sie werden den Angreifer Boden abtreten müssen. Dies ist kein letztes Gefecht. Verschaffen Sie sich Zeit und vermeiden Sie eine Entscheidungsschlacht innerhalb des Komplexes, bis Bravo Company Team eintrifft. Sobald das Bravo Company Team eingetroffen ist, greifen Sie an und sichern Sie alle Bodenziele, während Sie die russischen Truppen vernichten. Bravo, Feuerunterstützung. Sie haben keine Luft- oder Artillerieunterstützung aufgrund der gestörten Kommunikation. Viel Glück. Und dann gibt es noch Anmerkungen, Warnungen. Ein russisches Artilleriefeuer ist im Begriff, den südlichen Rand des Fabrikgeländes einzuschlagen. Und zwar heftig. Gehen Sie in Deckung. Wenn Sie in dieser Mission eine Niederlage erleiden, wird die Kampagne vorzeitig beendet. Also ist es ja quasi doch ein letztes Gefecht, wie wir hier sehen. Sprich, wir werden mal gucken, ob wir tatsächlich alle 5 Missionen spielen oder ob hier uns dann schon die Luft ausgeht. Es ist nämlich, was ich so sehe, schon sehr knackig. Wir sind wirklich nicht stark aufgestellt. Wir können noch mal ganz kurz hier taktische Map. Also wir haben Mörser, das sehen wir, die sind aber lokal. Das sind nicht viele. Und das Bravo Company Team, was aber nicht näher beschrieben ist, kommt dann ungefähr 10.40 Uhr an. Plus minus. Wir sehen hier allerdings, es ist ein Company-Symbol drüber. Das heißt, hier auf der Karte hier oben wird quasi gesagt, dass eine Brigade auf uns zukommt. Nicht jetzt falsch? Meine. Und da steht es auch nochmal. Aha. Und dass wir hier quasi mit einem Bataillon dem entgegenstehen. Ist natürlich, wir sind anders organisiert und der Feind hat natürlich auch schon Verluste hingenommen, aber holla die Waldfee. Das wird nicht einfach. Bereitet uns aber vielleicht auch ein wenig weiter auf das Match gegen Fusselpulli vor, wo wir dann letztendlich ja auch ein ausweichendes Kämpfen durchführen müssen. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt einmal ganz kurz den Plan durchsprechen und dafür treffen wir uns auf einer Map wieder. Holla die Waldfee, das ist mal eine große Map und die bringt tatsächlich mein ja mittlerweile auch schon ein, zwei Jahre altes System dann doch auch so langsam an die Grenzen. Tatsächlich werden wir aber vermutlich, falscher Stift, sehr gut, uns erst einmal ja auf den Komplex beschränken. Wir haben dazu unterschiedliche Bereiche, sage ich jetzt immer. Wir haben im Grunde genommen den Bereich hier vorne. Durch die Gefahr der Artillerie ist der vorgezogene Bereich, in dem befinden sich die ukrainischen Kräfte aktuell. Und dann haben wir quasi hier unsere Zuggrenzen. Ja. Das heißt, wir haben hier First Platoon und hier Second, die diese Bereiche überwachen. Letztendlich ist dann hier der nächste Bereich. Und da schließt sich jetzt aktuell keiner an, weil wir niemanden dafür haben. Wir sind dünn gesät und da jetzt quasi noch rüber zu gehen, macht für uns keinen großen Sinn. Ich mache das jetzt nur so ein bisschen mal weg,
damit das nicht zu voll gemüllt wird. Ja. Die Stücke lasse ich grob. Einfach nur, damit man, damit jetzt hier nicht am Ende alles vollgemüllt ist. Ich muss ja den Stift hier wegpacken. So. Warum sind jetzt in diesem Bereich und in diesem Bereich noch vorgezogene Kräfte? Einfach, das sind Primärkräfte, die den Gegner abblocken sollen. Das heißt, das ist quasi unsere erste Blockposition. Und ich weiß nicht, wie lange das Artilleriefeuer anhält. Und mein Problem ist, wenn ich jetzt diese... Ihr wisst, wie das Ausdauersystem in Combat Mission funktioniert. Ich möchte gar nicht sagen, dass es unauthentisch oder so ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, wie es jetzt im Spiel funktioniert. Und wenn ich jetzt aus diesem Bereich mich hier nach vorne bewege, es dauert zu lange. Es wird dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr mobil sind danach. Und ich kann dann nicht mehr ausweichen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Panzerabwehrelemente und leichte Verteidigungskräfte vorne zu lassen. Habe denen die maximale Menge an RPGs mitgegeben und habe so eine Aufstaffelung erreicht, mit der ich am Ende des Tages an sich glücklich bin. Wir haben in dem Bereich hier vorne haben wir dann einen Kampfpanzer unter anderem. Überlegt, ob das hier ist. Ich glaube, der ist hier. Ich meine, der ist da. Das sehen wir uns auch gleich nochmal auf der 3D-Map an. Weil natürlich ist es ja nochmal so, eventuell stelle ich das ja eh nochmal um. Und vor allem sollten wir dann die richtige Farbe für die eigenen Kräfte verwenden. Ich meine, wir haben hier ein Kampfpanzer, wir haben hier zusätzlich in dem Bereich hier hinten haben wir BMPs und die sollen quasi diese Bereiche hier im Blick behalten und gegebenenfalls aus der Volldeckung, wenn der Gegner an ihnen vorbeifährt, den sie quasi in die Seite schießen, weil den offenen Kampf möchte ich mit denen nicht suchen. Wir können davon ausgehen, dass der Gegner über die gesamte Breite angreift. Er hat die Kapazitäten und dann letztendlich hier möglicherweise ein flankierendes Manöver durchführt, während er hier in den Komplex selber eindringen wird, so meine Vermutung. Das ist auch der Grund, warum wir besonders auf die Eingänge zum Industriepark Rücksicht nehmen. Da haben wir hier einen Eingang, den wir vermint haben. Hier, wir haben hier im Süden noch Eingänge und die werden wir besonders schützen. Einfach auch um zu verhindern, dass der Gegner nicht mit seinem Fahrzeug nach Möglichkeit in den Industriepark eindringt, sondern dass letztendlich, wenn er das versucht, seine Fahrzeuge gestoppt werden, wie eine Straßensperre sind und da kommt dann halt auch wieder zu tragen. Die KI ist nicht in der Lage, da gut umzuplanen. Ein menschlicher Spieler schafft sich dann zusätzliche Wege, die KI schafft das meistens nicht. Nach dem Artilleriefeuer ist es dann unser Ziel, letztendlich erst einmal auf dieser Höhe und auf dieser Höhe mit den beiden Zügen Verteidigung aufzubauen. Vielleicht auch in diesem Bereich, ich möchte aber in einem Bereich bleiben, wo ich nach Möglichkeit nicht so viel Feuer vom Feind bekommen kann. Wir werden unsere ATGMs am Anfang so einsetzen, dass sie Feuerhalt quasi haben. Sie werden aufspähen, werden aber nicht feuern. Hintergedanke ist, ich möchte nach Möglichkeiten mit allen vier Javelins russische Kampfpanzer vernichten und nicht BMPs. BMPs sind auch gefährlich, keine Frage, aber nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Sollte der Gegner diese Linie zu sehr bedrohen, das heißt, wenn pro Squad, sage ich jetzt mal, oder sagen wir mal pro Zug zwei russische Squads oder Gruppen im Angriff sind, dann werden wir nach anfänglichem Feuerkampf uns versuchen zu lösen und dann auf den nächsten Bereich zu gehen. Hier ist das etwas schwieriger, aber hier können wir uns immerhin durch die Gebäude vollgedeckt zurückbewegen. Hier ist das Ganze ein bisschen simpler. Hoffnung ist auch hier, letztendlich den Gegner so lange wie möglich zu verzögern, dass wir nach Möglichkeit gar nicht erst aus dem Lagerhaus der Einrichtung rausgedrängt werden. Sollte das passieren, dann werden wir natürlich hier den Bahnhof besetzen und hier drüben die Metallurgie. Die Freifläche gibt uns hier zum Beispiel dann wieder gute Möglichkeiten, den Gegner aufzufangen. Hier ist das wieder etwas schwieriger, aber spätestens, wenn wir den Bahnhof räumen mussten, haben wir dann hier auch eine gute Möglichkeit, den Gegner aufzufangen und dann letztendlich spätestens hier hinten wieder aufzufangen. Hier gibt es auch Möglichkeiten. Die Map ist nach hinten noch ein bisschen länger. Man kann das jetzt nicht sehen. Sie ist sehr, sehr groß. Das sehen wir gleich in der 3D-Ansicht. Wenn dann am Ende unsere Verstärkung kommt, müssen wir das Ganze retour. Die Mission geht 2 Stunden, ist also sehr, sehr lang. Es wird dann auch auf die Frage sein, was kommt. Und es ist auch die Frage, wie entscheidend wird die russische Luftüberlegenheit sein. Ich habe das schon mal erwähnt. In Cry Havoc war das sehr demoralisierend für mich. Aber gut, ich möchte nicht die Flinte ins Korn schmeißen, bevor wir überhaupt loslegen. So, und mit meiner wunderschönen Zeichnung, wo ihr sicherlich jetzt auch vollkommen gut, richtige Gruppenführer laufen weg und sagen, ja, mach deinen Scheiß alleine, wenn die sowas sehen. Aber ich denke, für euch ist es eine kleine Verdeutlichung. Und dann treffen wir uns jetzt gleich nochmal im Spiel wieder. Nun gut, hier habt ihr jetzt auch mal die ganze Map drauf und ihr seht, die ist schon nicht allzu klein. Wir haben hier oben ein Minenfeld. Wie effektiv das ist, werden wir dann sehen. Ein wichtiger Punkt sind noch die Mörser. Dadurch, dass wir keinen Funk haben, heißt das, Mörser, selbst wenn wir sie quasi auf eine Position schießen lassen wollen, wir brauchen Kontakt. Oder hier mit dem Zielreferenzpunkt ist nochmal was anderes. Aber letztendlich, die Mörser haben wir jetzt auch erstmal im Gebäude und haben hier vorbereitete Stellung erst einmal, damit wir so ein bisschen mit denen auch ausweichen können. Den Humvee von denen haben wir hier hinten und hier hinten haben wir auch nochmal ein LKW von den ukrainischen Kräften. Panzerabwehrwaffen haben wir uns aus den Fahrzeugen so das meiste rausgegriffen, was irgendwie zu finden ist. Wir haben hier auch Army Boys, die dann unterwegs sind mit einer RPG 26 und sogar noch einer 22. Ja, also was ist wie Sonderschlussverkauf, was gefunden worden ist, wurde mitgenommen. Und wir werden jetzt letztendlich versuchen, den Gegner, wie gesagt, möglichst früh aufzufangen. Ihr seht es, das Gelände ist relativ flach, wenig über Position, wo man tatsächlich sagt, da kann man auch mal das Gelände nutzen. Aber ihr seht auch hier hinten, wenn wir dann aus dem Bereich ausweichen, haben wir immer hier den nächsten Punkt. Große Freiflächen ist für uns gut. Natürlich ist es wie immer mit Artillerie, wir müssen einfach ein wenig Glück haben. Wenn jetzt die Artillerie uns gleich unsere Javelin-Jungs wegnimmt, dann ist das so, dann können wir das nicht ändern. Wir können wirklich nur versuchen durchzuhalten, bis in einer halben Stunde die Verstärkung kommt. Eine halbe Stunde ist sehr, sehr lang bei dem, was wir hier an Gegnern erwarten. Und ja, ihr habt es ja mehr oder weniger gelesen, wir erwarten alles. Also T90s, BMP-3s, BMP-2s wahrscheinlich auch, Helikopter, Luftangriffe. Also es wird spannend. Ich habe jetzt natürlich gerade erst im Battle for Normandy eine Verteidigungsmission durch. Die hier ist vom Maßstab größer. Ich bin gespannt, wie sie sich spielt. In der Vergangenheit war es oft so, dass die KI bei Verteidigungsmissionen keine große Herausforderung war. Nichtsdestotrotz denke ich, es wird eine
gute Mission, weil bisher war die Kampagne sehr, sehr spannend. Und dann freue ich mich mit euch darauf, die auch dann nächste Woche Mittwoch anzugehen. Für heute denke ich aber, bleibt das erstmal so. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich hoffe nicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.